der virtuellen Welt ins reale Leben. Hier bei der LAN-Party in der Eishalle in Kapfenberg treffen sich Gamer aus ganz Österreich und auch Deutschland, um es 4 Tage lang krachen zu lassen. Und wir dürfen Ihnen heute mal über die Schulter schauen. Und diese Schultern sind zumeist männlich, das stimmt das Klischee schon mal. Rund 250 Teilnehmer matchen sich hier in Counter-Strike, League of Legends oder FIFA. Seit 2010 veranstaltet der Verein eSports Paschluck diese LAN-Party und seit damals ist sie immens gewachsen. Wir waren 36 Leute in der Festhalle Paschluck oben und jetzt sind wir gewachsen von Jahr zu Jahr, 20 bis 40 Spieler mehr waren, bis wir 113 Spieler waren und jetzt da haben wir gesagt, wir brauchen eine eigene Location. Wir sind sehr glücklich, dass der Bürgermeister uns die Eishalle da zur Verfügung gestellt hat und das ist ein Wahnsinn. Also was sich da entwickelt hat, ist ein riesengroßer Sprung für uns nach oben. Auch die Stadtwerke Kapfenberg unterstützen die Gamer, indem sie das Internet an diesen 4 Tagen kostenlos zur Verfügung stellen. Die Beharrlichkeit und die gute Arbeit haben sich für die Veranstalter über die Jahre definitiv ausgezahlt. Doch was lockt die Gamer hierher? Ja, definitiv eine Sache sind die Turniere und die Turnierpreise, weil es geht um 2000 Euro Preisgeld bei Counter-Strike Global Offense 5 gegen 5. Ich glaube, da sind einige deswegen da. Und spielen sie ja sehr gut die Matches noch aus. Die tollen Preise sind das eine. Viel wichtiger ist den meisten hier einfach Freunde und Gleichgesinnte zu treffen. Wir sehen uns auch dann persönlich einmal. Wir wohnen alle aus verschiedenen Regionen in Österreich. Und es ist einfach ein geiles Feeling, da mal zu 6 zusammensitzen dann und wirklich das Turnier spielen. Neben den professionellen Teams sind hier in Kapfenberg auch viele Hobbygamer mit von der Partie. Und damit auch die eine Chance haben, gegen die Großen zu gewinnen, hat man mit Lord of the Games auch ein Fun-Game auf die Beine gestellt. Poppycar-Rennen, Bauklötze mit den Füßen stapeln, Reise nach Jerusalem, Wettessen, nur lustige Spiele halt. Ja, aber auch wenn es noch so lustig ist, nach 4 Tagen ist auch der härteste Gamer einfach nur müde. Müde ist man. Man macht sehr viel durch, sehr spät in die Nacht, aber es ist es auf jeden Fall wert. Es macht sehr viel Spaß. Wir freuen uns jedenfalls auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr, wenn sich die Eishalle in Kapfenberg wieder zu einem riesigen Wohnzimmer für Gamer verwandelt.